herzlich willkommen zum ersten Teil unserer praktischen Chakra-Übungen hier im Yoga-Adventskalender. Heute stelle ich euch ein paar Übungen für die ersten drei Chakren vor. Fangen wir mit dem Wurzelchakra an. Die erste Übung ist ganz einfaches Sitzen. Das Wurzelchakra will dich mit der Erde verbinden. Such dir eine bequeme Sitzhaltung, gerne in einem kreuzbeinigen Sitz, sodass deine Sitzknochen auf dem Boden Kontakt finden. Wenn du in einem ganz normalen Schneidersitz sitzt oder in einem anderen kreuzbeinigen Sitz, schieb nochmal deine Sitzknochen nach unten in die Matte und ein kleines Stück nach vorne und zieh die Füße ein Stück zu dir ran. Spür, wie das eine ganz stabile Basis bildet. Und dann kannst du hier einfach für ein paar Atemzüge bleiben. Spür die Verbindung zur Erde und wie dadurch eine Aufrichtung nach oben entsteht. Du kannst jede der folgenden Übungen für sich alleine üben. Du kannst sie alle hintereinander üben oder zu einem Flow verbinden. Halte die einzelnen Haltungen mindestens für 5 Atemzüge. Die zweite Haltung für das Wurzelchakra ist das ganz einfache Stehen, Tadasana, denn dein Wurzelchakra ist auch mit deinen Füßen verbunden. In Tadasana lass die Knie ganz leicht gebeugt. Was du keinesfalls willst, ist, dass die Knie überstreckt sind, deswegen lieber eine kleine Beugung rein. Und krall die Zehen so ein kleines bisschen in die Matte. Schieb dein Steißbein sanft nach unten und zieh dein Schambein ein kleines Stück Richtung Bauchnabel. Spür, wie dein Becken sich hier ganz gerade aufrichtet und die Beine dadurch ganz stabil werden. Die Kopfkrone zieht nach oben, das Brustbein strebt nach oben. Und auch hier für 5 Atemzüge oder mehr. Spür die Verbindung von der Erde zu deinen Füßen und wie du so Energie in dir aufsteigen lassen kannst. Eine weitere gute Wurzelchakra-Übung ist der Baum. Dazu verlager das Gewicht in deinen rechten Fuß, rechtes Knie nicht überstreckt. Heb die linke Ferse und dann heb den linken Fuß erstmal nur ein kleines bisschen vom Boden ab. Dann platzierst du den linken Fuß entweder an der rechten Wade oder, wenn das für dich möglich ist, am rechten Oberschenkel innen. Wo du den Fuß auf keinen Fall platzieren solltest, ist genau an deinem rechten Knie. Es ist gar nicht wichtig, wie hoch der Fuß hier kommt. Wichtig ist die Balanceübung hier. Die Hände kannst du vor die Brust legen oder die Arme nach oben strecken, was für dich angenehmer ist. Schieb den rechten Fuß in den Boden, krall die rechten Zehen ein bisschen. Bleib hier für 5 Atemzüge und dann wechsel die Seite. Die letzte Übung fürs Wurzelchakra ist der Krieger 1. Mach mit deinem linken Fuß ungefähr 1 Meter einen Schritt nach hinten. Kannst den Fuß leicht nach außen gedreht aufsetzen oder du kommst auf den linken Fußballen. Das macht es ein bisschen einfacher, deine Hüftknochen beide nach vorne zeigen zu lassen. Stell dir vor, mit deinen Füßen willst du die Matte zusammenziehen und spür, wie dadurch deine Beine aktiviert werden. Der rechte Fuß schiebt nach unten. Die Hände kannst du hier auch vors Herz bringen und geradeaus schauen. Oder die Arme nach oben strecken. Auch hier geht es vor allem um die Erdung über die Füße und die Aufrichtung, die dadurch entsteht. Auch hier. Bleib hier 5 Atemzüge. Und um die Seite zu wechseln, kannst du zum Beispiel einfach dich nach links drehen, die Füße weiter drehen, dann das linke Knie beugen.
kommen wir zum zweiten Chakra, dem Sakralchakra, das im Beckenbereich liegt. Eine Übung wäre der Goddess Squat. Dazu stell dich in eine etwas breitere Grätsche, die Zehen zeigen nach außen. Und dann beug deine Knie. Wichtig ist, dass die Knie hier nicht nach innen sinken, sondern die ziehen nach außen und hinten. Was weiterhin hier wichtig ist, ist, dass du kein Hohlkreuz machst, sondern dein Steißbein nach unten ziehst. Nimm die unteren Rippen ein kleines bisschen nach innen. Die Hände kannst du an den Beinen ablegen, vor die Brust nehmen oder nach oben strecken, was immer sich hier für dich richtig anfühlt. Bleib hier für mindestens 5 Atemzüge. Eine weitere gute Übung für das Sakralchakra ist die stehende Vorbeuge und vor allem mit Fokus auf Entlastung für den unteren Rücken. Dazu finde erst nochmal deinen aufrechten Stand. Dann beug die Beine ein kleines bisschen mehr. Bring die großen Zehen näher zusammen und die Fersen ein bisschen weiter nach außen. Dann leg den Bauch ganz entspannt auf die Oberschenkel ab, lass den Nacken locker und streck die Beine nur so weit, wie du eine Verbindung zwischen Bauch und Oberschenkel halten kannst. Auch hier, bleib hier für 5 Atemzüge oder mehr. Danach roll dich langsam Wirbel für Wirbel wieder ins Stehen. Was auch eine schöne Übung für das Sakralchakra ist, ist die Taube oder Variationen der Taube. Für die Taube kannst du ganz easy in einem Vierfüßlerstand beginnen. Bring dann deinen rechten Fuß zu deinen Händen, entweder unter dir oder über die Seite, sodass du in einen Ausfallschritt kommst. Schieb von hier dein linkes Bein ein ganz kleines bisschen weiter nach hinten. Wenn du empfindliche Knie hast, schlag dir deine Yogamatte doppelt oder leg dir ein kleines Kissen oder ein Handtuch unter dein Knie. Bleib hier erstmal. Stell dir vor, du ziehst dein linkes Knie und die rechte Ferse zusammen. Von hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Du kannst entweder dein rechtes Schienbein auf die Matte bringen und dich auf deine rechte Ferse setzen. Oder aber du wanderst den rechten Fuß weiter nach links und legst den Unterschenkel auf der Matte ab. Das ist die bisschen fortgeschrittenere Variante hier, da ist die Hüftöffnung rechts intensiver. Ich zeige dir das einmal von der anderen Seite, wenn man das mit links macht. Wichtig hier ist nämlich, wählst du die Variante Unterschenkel auf der Matte, sollte hier keine Lücke entstehen, beziehungsweise wenn da eine Lücke steht, leg dir da eine gefaltete Decke drunter, damit du nicht zur Seite kippst. Das sind die beiden Varianten. Wichtig ist, dein Steißbein zieht nach hinten, sodass du auch hier nicht in ein Hohlkreuz fällst. Und du kannst entweder hier bleiben oder du kannst mit deinen Armen nach vorne wandern, so weit, wie es für dich angenehm ist. Kommen wir zum Manipura-Chakra. Dem Solarplexus-Chakra. Das Solarplexus-Chakra wird vor allem durch Übungen, die unsere Bauchmuskeln ansprechen, angesprochen. Und davon zeige ich dir jetzt ein paar. Drehhaltungen eignen sich sehr gut. Zum Beispiel kannst du hier wieder in einen Ausfallschritt kommen. Ziehst rechte Ferse, linkes Knie zueinander. Bringst die Hände vor die Brust. Ziehst die unteren Rippen ein bisschen nach innen. Lehnst dich ein kleines Stück nach vorne und drehst dann überm Bauchnabel nach rechts. Du kannst diese Haltung mit dem linken Knie am Boden ausführen oder, wenn du es ein bisschen fordernder willst, heb das linke Knie von der Matte ab und schieb die Füße auseinander. Wiederhol das Ganze auch auf der anderen Seite. Eine weitere gute Übung ist Navasana, das Boot. Dazu startest du im Sitzen.
Schiebst die Sitzknochen in den Boden, hebst das Brustbein leicht an, ziehst den Bauchnabel sanft nach innen, streckst die Arme nach vorne aus und hebst die Füße von der Matte ab. Du kannst hier bleiben oder die Beine strecken oder du kannst auch das halbe Boot machen. Dazu muss der Oberkörper weiter nach unten und die Beine flacher auch werden. Schieb die Zehen von dir weg, Fingerspitzen ziehen zu den Zehen. Wer richtig viel möchte, kann auch zwischen dem halben Boot und dem Boot dynamisch wechseln. Dazu atme ein, wenn du nach oben kommst und atme aus, wenn du dich absenkst. Eine weitere gute Übung für das Manipura Chakra ist die Planke. Starte im Vierfüßlerstand, Knie unter der Hüfte, Hände unter den Schultern, setz die Zehen unter und streck die Beine. Dann zieh dein Schambein Richtung Bauchnabel und die unteren Rippen und den Bauchnabel sanft nach innen. Halte das für 5 Atemzüge oder mehr. Nach den Yoga-Übungen nimm dir Zeit für eine kurze Meditation oder eine kleine Endentspannung im Liegen, damit die Energien sich gleichmäßig im Körper verteilen können und du einen ausgeglichenen Endzustand erreichen kannst. Ich hoffe, dieses kleine Video hat dir gefallen und halt die Augen offen für Teil 2.